In diesem Video geht es um die besten Allesschneider. Der Qualitätssieger in unserem Allesschneider-Test geht an den Greff C20 EU. Die Allesschneider der Classic-Serie stehen wie keine zweite Greff-Produktlinie für ihre überaus stabile Konstruktion und ausgezeichnete Produktqualität. Mit dem Allesschneider Classic C20 erhält diese, seit Jahrzehnten erfolgreiche Serie, eine weitere Ergänzung für den vielseitigen Einsatz. Durch die durchdachte, funktionale Ausstattung in klassischem Design wird der Classic C20 zum vielseitigen Küchenhelfer. Universalschnitt. Der Classic C20 ermöglicht es Ihnen mühelos, eine Vielzahl von Schneidgütern, wie Brot, Wurst, Käse, Gemüse oder Obst zu schneiden. Der wartungsfreie 170 Watt Kondensatormotor der Master Allesschneider ist sowohl durchzugsstark als auch flüsterleise für ein effizientes Arbeiten in der Küche. Ohne Kraftverlust wird die volle Leistung des Motors direkt auf das Zahnrad des Messers übertragen. Dank des Wellenschliffmessers aus Edelstahl 17 cm Durchmesser gelingen Ihnen bei jedem Schnitt perfekte Scheiben. Ganz gleich, ob Sie harte Brotkrusten oder weichen Käse schneiden wollen. Der Schlitten mit Edelstahlauflage ermöglicht Ihnen durch die Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion eine komfortable, intuitive und zugleich sichere Bedienung des Gerätes. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Ritter E16 Duo. Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird diese kleine Schneidemaschine mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Nicht nur Brot, auch Obst, Gemüse, Käse und mehr kann man mit dem Gerät ganz einfach schneiden. Alle Teile, die für Stabilität sorgen, sind aus Metall und dadurch ist das Gerät robust und schneidet präzise. Beim Allesschneider E16 Duo Plus ist neben dem Wellenschliffmesser ein zusätzliches glattes Schinkenaufschnittmesser im Lieferumfang enthalten. Mit diesem Messer werden besonders bei weichem Schneidgut gleichmäßig dünne Scheiben erzielt. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Für den Kurzbetrieb wird der Schalter auf Position 2 gedrückt. Das Rundmesser läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt. Für den Dauerbetrieb wird der Schalter auf die Position 1 gedrückt. Das Rundmesser läuft in dieser Betriebsart, ohne dass der Schalter gedrückt gehalten wird, bis der Schalter wieder in die Nullstellung gebracht wird. Der Schlitten des Allesschneiders E16 Duo Plus kann bei übergroßem Schneidgut oder zur Reinigung problemlos abgenommen werden. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Allesschneider-Test ist der Severin AS 3915. Praktischer Allesschneider mit abnehmbaren Messern. Krummes Schneiden mit Messer und Brettchen gehört der Vergangenheit an dank des praktischen Gleitschlittens mit Edelstahlabdeckung. Gleiten Brot, Schinken und Käse geradezu in die scharfen Klingen und lassen den praktischen Allesschneider mit seinen präzisen Schnitten glänzen. Das edle und durchdachte Design sorgt nicht nur für einen Blickfang in der Küche, sondern es positioniert das Schneidegut auch in einer praktischen Schrägstellung und garantiert dadurch stets ein gleichmäßiges Ergebnis. Ob dicke, mittlere oder dünne Scheiben, dank der stufenlosen Einstellung der Schnittstärke von 0 bis 15 mm erreicht jedes Schnittgut die ideale Dicke und kann so genossen werden. Drehen Sie dazu einfach am Rädchen und sehen Sie, wie das Messer sich fließend vor und zurück bewegt. Die beiden rostfreien Edelstahlmesser sorgen für optimale Ergebnisse und Flexibilität. Durch seine glattes Klinge eignet sich das Schinkenmesser ideal zum Schneiden von Wurst- und Fleischwaren, während das Wellenschnittmesser für harte Lebensmittel wie beispielsweise die Kruste von Brot, aber auch Käse und Gemüse genutzt werden kann. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.